Immer schon gab es jene, die glaubten, UFOs, unidentifizierte Flugobjekte, kämen aus dem Weltraum. Die Wahrheit liegt vielleicht ein gutes Stück näher. Bei UFOs bin ich Zyniker. Ich bin sicher, das waren vor allem unsere Flugzeuge. Über 60 Jahre lang wurden in geheimen Forschungszentren auf der ganzen Welt vermutlich fliegende Untertassen entworfen, gebaut und geflogen. Abgetrennt vom Rest der Fabrik bauten sie fliegende Untertassen. Einige behaupten, sie gesehen zu haben. Kein Zweifel, es waren fliegende Untertassen. Wir rekonstruieren die geheime Geschichte der Versuche, sich die Technik der fliegenden Untertasse militärisch nutzbar zu machen. Hier geht es um die echten UFOs. Die Geschichte der echten UFOs beginnt im Deutschland der NS-Zeit. Als ein Sieg im Zweiten Weltkrieg immer unwahrscheinlicher wurde, versuchten deutsche Wissenschaftler, Waffen zu entwickeln, die den Kriegsverlauf noch beeinflussen sollten. Zu ihnen zählte Viktor Schauberger, ein Erfinder, der Modelle von Flugscheiben entwickelt hatte. Sie sollten manövrierbar wie ein Hubschrauber sein, mit Überschallgeschwindigkeit fliegen und vom Feind nicht aufgespürt werden können. Schaubergers Gerät erzeugte einen Wirbel wie bei einer Windhose. Der dadurch hervorgerufene magnetische Effekt führte zu freiem Schweben. Seine Arbeit wurde von der deutschen Regierung wahrgenommen und ihr traf Hitler. Später trat er der SS bei und arbeitete weiter an seiner fliegenden Untertasse. Daneben gab es noch weitere hervorragende deutsche Ingenieure wie Rudolf Schriever, Andreas Epp und Richard Miethe. Sie alle entwickelten richtungsweisende Entwürfe. Die Deutschen besaßen drei Standorte für die Entwicklung von Flugscheiben. Peenemünde, Breslau und Prag. In allen Einrichtungen flogen diese Untertassen. Die deutschen Wissenschaftler waren mit der Entwicklung und Erprobung so weit, dass die Flugzeuge in der Luft waren. Die Firma Messerschmitt flog ein untertassenförmiges Gerät. Diese Bilder früher Prototypen ähneln UFO-Fotos, die in den nächsten Jahrzehnten entstehen sollten. Doch dies war nicht die Welt der Science Fiction. Es handelte sich um hochentwickelte Flugobjekte. Das deutsche Militär sah in ihnen potenzielle Waffen. Das Ringen um die Luftüberlegenheit beherrschte im Zweiten Weltkrieg die Militärstrategien in Europa. Spätestens 1944 war das Ende des Dritten Reichs absehbar. Dann, am 13. Juni, eine Woche nach der Landung der Alliierten in der Normandie, entfesselte Hitler seine tödlichen Geheimwaffen. Zwei Monate lang griffen tausende V1-Raketen die ersten Marschflugkörper London an. Britische Soldaten konnten einige davon abschießen. Dieser Fortschritt in der Kriegstechnologie eröffnete ein völlig neues Kapitel in der militärischen Luftfahrt. Der Einsatz fliegender Untertassen hätte vielleicht den Abschluss dieser Entwicklung darstellen können. Während der NS-Zeit gab es eine Fülle neuer wissenschaftlicher Gedanken und technischer Entwicklungen. Wissenschaftler wurden für ihre Arbeit freigestellt. Sie brachten die Forschung in jedem Bereich voran, der für unser heutiges Leben relevant ist. Wir zehren noch immer von diesen Erkenntnissen. Die grundlegenden Prinzipien der Raketentechnik waren nicht neu. Seit den 1920er Jahren gab es eine Vielzahl von Enthusiasten in Europa und Amerika, die mit Raketentriebwerken experimentierten. Doch was das deutsche Militär damit vorhatte, sollte nur der Zerstörung dienen. In verschiedenen Forschungszentren arbeiteten Wissenschaftler an einer neuen Generation von Waffen.
Neben Raketen waren auch Flugscheiben ein wichtiger Teil dieses Programms. Es ist bemerkenswert, wie viele militärische Erfindungen deutsche Forscher während des Zweiten Weltkriegs hervorbrachten. Sie entwarfen Raketen, Düsentriebwerke und auch interessante Arbeiten in Sachen Flugscheiben. Doch die Zeit lief für Hitler und seine Wissenschaftler ab. An allen Fronten brachen die Alliierten durch, die deutschen Truppen waren auf dem Rückzug. Die Flugscheiben, genau wie alle anderen Wunderwaffen Hitlers, kamen zu spät. Noch ganz am Ende des Krieges scheinen sie geglaubt zu haben, dass diese Superwaffen und Abwurfsysteme die Alliierten wenigstens zum Stillstand bringen werden und man zu einer politischen Beilegung des Krieges kommen kann. Hitlers Traum vom Endsieg durch deutsche Wunderwaffen erfüllte sich nicht. Im April 1945 kam es zur Schlacht um Berlin. Der Krieg war in Europa praktisch vorbei. Die Geschichte der echten UFOs sollte allerdings erst beginnen. 3 Monate später ging der Zweite Weltkrieg auch in Asien auf schreckliche Weise zu Ende. Am 6. August um 8.15 Uhr Ortszeit warf der amerikanische B-29-Bomber Enola Gay die erste Atombombe auf Hiroshima. Nach Ende des Krieges wurden die einstigen Verbündeten zu Rivalen. Die Sowjetunion und der Westen fanden sich bald in einem Wettrennen um die neueste Militärtechnik wieder. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lieferten sich alle ehemaligen Alliierten ein Rennen um deutsche Technologien. Die Amerikaner erbeuteten den Komplex zur Herstellung der V-2 und viele andere Raketenpläne. Die Russen hingegen die neuesten Modelle von deutschen Düsenflugzeugen und einige Raketenspezialisten. Wer bemächtigte sich jedoch der Konstrukteure der echten UFOs? Die Geheimnisse der deutschen Raketen waren nicht die einzige Technologie, die in russische und amerikanische Hände fielen. Der Kalte Krieg begann. Neben dem sehr öffentlichen nuklearen Wettrüsten mit seiner Zurschaustellung von Trägerraketen gab es noch ein geheimes Wettrüsten, verborgen von der Öffentlichkeit. Es ging darum, die ultimative Flugmaschine zu entwickeln. Eine fliegende Untertasse wie aus der Welt der Science Fiction. Während des Zweiten Weltkriegs kam es zu einer technischen Revolution bei Düsentriebwerken, in der Atomphysik und bei echten UFOs, der Technik der fliegenden Untertassen. Deutsche Wissenschaftler hatten Flugscheiben entwickelt und nun waren einige von ihren Ideen in die Hände der beiden Supermächte gefallen. Russland und Amerika. Die deutschen UFO-Konstrukteure Viktor Schauberger, Rudolf Schriever und Dr. Miethe arbeiteten im Verborgenen für die Amerikaner. Von Andreas Epp wurde angenommen, dass er für die Russen arbeitete. Amerikaner und Russen machten sich die Wissenschaftler, die sie am Ende des Krieges festgesetzt hatten, zunutze. Sie profitierten von der Technik und den Leuten, um ihre eigene Forschung während des Kalten Krieges weiterzuentwickeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren aus Verbündeten Gegner geworden. Das Wettrüsten des Kalten Krieges hatte begonnen. Der Schwerpunkt der Amerikaner lag in der Entwicklung von Raketenwaffen. Scheinbar war die erbeutete deutsche Flugscheibentechnologie auf Eis gelegt worden. 1947 gab es jedoch einen Bericht über ein UFO, das über den USA geflogen sein soll. Das meldete der amerikanische Pilot Kenneth Arnold. He was flying near Mount Rainier. Er flog in der Nähe des Mount Rainier. To the left of me, a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite, going at a terrific speed across the face of Mount Rainier.
They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Well, Kenneth Arnold started a firestorm. Kenneth Arnold löste einen Riesenwirbel aus. Er konnte anhand von Landmarken ihre Geschwindigkeit berechnen. Sie flogen mit 1900 bis 2100 Stundenkilometern. Der Presse gegenüber beschrieb er sie später als eine Art Untertassen, die sich auf dem Wasser drehen. Dadurch entstand der Begriff fliegende Untertasse. And today that's how we have the word flying saucer. From out of nowhere, the flying saucer mystery is with us. What is the flying saucer? What do people see and sometimes photograph? What's behind the daily reports of aerial phenomena in the nation's press? Radio- und Fernsehsender brachten Augenzeugenberichte von Menschen, die behaupteten, UFOs am Himmel über den USA gesehen zu haben. I glanced up and there were three flying saucers in a V. Approximately a half a mile away from me at an altitude of 350 feet. Is this what Weisberger saw? Amerika war ergriffen vom UFO-Fieber. Das Militär dementierte eilig, dass es etwas damit zu tun hätte. Im Fernsehen wurden Stellungnahmen verbreitet. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. In my position in the Research and Development Organization of the Bureau of Aeronautics and of the Navy Department, I am fairly familiar with both our aircraft and our guided missiles programs and can state without reservation that the Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. Im Juli 1947, mitten im UFO-Fieber, erschien der aufsehenerregende Bericht eines weiteren amerikanischen Offiziers. Er meldete der Presse den Fund von Überresten einer fliegenden Untertasse bei Roswell im Bundesstaat New Mexico. Binnen Stunden ging die Geschichte um die Welt. Das US-Militär geriet beinahe in Panik. Wieder folgte eine offizielle Stellungnahme, wonach die Überreste nicht von einer fliegenden Untertasse stammten. Man behauptete, dass es sich um einen Wetterballon handle. Hinter all den Dementis stand eine für das Militär bedrohliche Möglichkeit. Wenn die UFOs nicht aus dem Weltraum stammten und von Außerirdischen geflogen wurden, dann zeugten all die Sichtungen vielleicht von einem irdischen Widersacher. Das amerikanische Militär wurde mit allen möglichen UFO-Meldungen überhäuft. Das brachte sie auf die Idee, dass vielleicht einige der UFOs von den Sowjets stammten. Die Amerikaner erbeuteten exotische Baupläne von sehr fortschrittlichen Flugzeugentwürfen. Unter ihnen war die Horton 229 der Brüder Horton. Dieses Flugzeug glich der ersten Beschreibung einer fliegenden Untertasse, die 1947 über Amerika gesichtet wurde. Die Amerikaner fürchteten, dass die Russen eine flugfähige Horton 229 gebaut hatten. Direkt nach dem Krieg standen UFO-Meldungen also in direktem Zusammenhang mit den Spannungen zwischen Ost und West. Anfang der 1950er Jahre hatte der Koreakrieg die Welt beinahe in eine nukleare Katastrophe geführt. In den USA spiegelten sich Paranoia und die Sorge vor einer kommunistischen Invasion in der Sichtung von fliegenden Untertassen. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. The 50s were the golden age of flying saucers. Die 50er waren das goldene Zeitalter der fliegenden Untertasse. Die Menschen fürchteten den Kalten Krieg und die Atomversuche. Gleichzeitig waren sie versessen auf Weltraumforschung und technischen Fortschritt. Das Klima begünstigte die Erwartung extraterrestrischer Besuche aus dem Weltraum. Extraterrestrial visitations from outer space. From Mars. He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy.
Für das US-Militär waren die Gerüchte und Spekulationen die ideale Tarnung für die echten UFOs. In den Wüsten Amerikas gab es Orte wie Area 51, White Sands und Los Alamos, an denen neben Raketentests und Raumfahrtaktivitäten hunderte mysteriöse und streng geheime Projekte durchgeführt wurden. Dazu gehörten Fallschirmsprünge aus großer Höhe, Satellitenerprobungen und die Entwicklung von Raumfahrzeugen. Eines der streng geheimen Programme war das Projekt Mogul. Bei dem Projekt ging es um das Abhören der Russen mit Hilfe von hochaufsteigenden Ballonen. Das amerikanische Militär wollte unbedingt wissen, welche Fortschritte die Sowjets mit ihrem Atomprogramm machten. Dazu mussten sie erfahren, wann gegnerische Waffen getestet wurden. Erst 20 Jahre später wurde die US-Regierung gezwungen einzuräumen, dass es sich beim Vorfall in Roswell um geheime amerikanische Militärversuche gehandelt hatte. Die Regierung veröffentlichte einen Bericht, nachdem es sich bei den Fundstücken nicht um ein außerirdisches Raumschiff gehandelt hatte. Es waren Teile eines geheimen Projekts der Air Force mit dem Codenamen Mogul. Es gab durchaus gute Gründe, die Sowjets zu fürchten. Die Erfahrungen aus dem Koreakrieg und das alarmierende Auftauchen des MiG-Kampfflugzeugs bewiesen, wie weit fortgeschritten die russische Militärtechnik war. Amerika musste aufholen, und zwar schnell. Konnte eine Überschallflugscheibe die Antwort sein? In den 1950ern kam es zu einem Wettlauf um die ultimative Waffe. Ein Überschallflugzeug, das für das Radar unsichtbar ist. Dazu bediente man sich Anregungen aus dem Reich der Science Fiction. Die US Air Force wollte einen neuen Abfangjäger, der anders aussah als alle sowjetischen Maschinen. Ein völlig neues Flugzeug, das schneller und höher fliegen konnte als alle anderen. 1953 entdeckte die CIA, dass das kanadische Luftfahrtunternehmen Avro im Geheimen an einem revolutionären Flugzeug arbeitete. Einer fliegenden Untertasse. Sie war die Entwicklung eines visionären britischen Konstrukteurs. Das Genie hinter dem Projekt war John Frost. Er kam wegen eines anderen Projekts aus England, war jedoch bald fasziniert von der Vorstellung, eine fliegende Untertasse in die Luft zu bringen. John Frost war verantwortlich für eine der innovativsten Entwicklungen der Luftfahrt. Ein Kampfflugzeug mit gepfeilten Tragflächen und ohne Heckleitwerk. Die Inspiration zu John Frosts Ideen stammte aus einem Sammelalbum mit UFO-Meldungen aus aller Welt. Er betrachtete sie und siebte sie so lange aus, bis nur noch zwei mögliche Untertassen übrig blieben. Eine war von Menschen gemacht und ihre Spur führte nach Deutschland. Frost war fasziniert von Berichten über die deutschen Flugscheiben. Heute haben wir Beweise, dass er an Befragungen deutscher Wissenschaftler teilgenommen hat. Besonders an der von Miethe, der direkt an deutschen Flugscheiben gearbeitet hat. Dr. Richard Miethe behauptete, 10 Jahre lang am deutschen Flugscheibenprogramm gearbeitet zu haben. Sein Team soll sogar einen fliegenden Prototypen gebaut haben. Er zeigte Frost Fotos und Baupläne. John Frost war überzeugt, dass er die Pläne verwirklichen konnte. John Frost hatte die Aussicht auf etwas, das niemand anderer zu der Zeit hatte. Ein Flugzeug mit mehr als zweifacher Schallgeschwindigkeit, das höher und schneller fliegen konnte als jedes andere Modell und das keine Landebahn und keinen Flugplatz benötigte. 1952 beschäftigte sich die kanadische Flugzeugfabrik Avro mit einem der geheimsten Projekte des ganzen Kontinents. John Frost berief die geheime Special Projects Group. Sie bestand aus Ingenieuren, Technikern und Wissenschaftlern wie ihm, die an eigenen Ideen und an der fliegenden Untertasche arbeiteten. Einer der Luftfahrtkonstrukteure, die mit John Frost an dem revolutionären Konzept arbeiteten, war Doug Garland. John Frost was
Frightfully, John Frost war sehr britisch. Ein typisch englischer Gentleman aus einer elitären Internatsschule, jedoch mit viel Erfahrung in der Luftfahrtindustrie. Sein Enthusiasmus war ansteckend. Kein Problem war zu groß. Für jedes gab es eine Lösung. Eigentlich gibt es keine Probleme, nur Herausforderungen. Und es gab viele Herausforderungen. John Frost arbeitete zuerst am Projekt Y, einem spatenförmigen Flugzeug mit einem runden Boxermotor in der Mitte. Es sollte vertikal oder rollend vom Boden abheben und als Überschallabfangjäger eingesetzt werden. Projekt Y war ein Düsenflugzeug ohne Heckleitwerk und es nutzte die Technik der Flugscheiben. Die Wissenschaftler bauten in einer streng bewachten Halle ein spatenförmiges Modell. 1953 wurde ein Modell mit einer deltaförmigen Landeklappe zur vertikalen Startkontrolle getestet. Die Schwächen des Entwurfs wurden schnell ersichtlich. Zu den größten Problemen hinten aufliegender Maschinen zählten die enormen Anforderungen an den Piloten, der in dieser Position vertikal starten und dann wieder so landen sollte. John Frost konzentrierte nun alle Anstrengungen seines Teams auf die Entwicklung eines kreisrunden Entwurfs, einer fliegenden Untertasse. Der Kreis hat den besten Bodeneffekt aller Maschinen. Man erhält mehr Hebung bei gleichem Schub um die Peripherie. Es ist vernünftig, mit Bodeneffekt zu schweben. Das nächste Projekt von John Frost hieß Y2. Projekt Y2 war ein kreisrundes Flugzeug mit einem Rotor in der Mitte und mehreren Motoren an der Außenkante, die den Rotor antrieben. Man konnte damit vertikal abheben und die Richtung bestimmen und erreichte ungeahnte Höhen. Er bot ein herausragendes Überschallkampfflugzeug an und jetzt kaufte sich die US Air Force mit 10 Millionen Dollar in seine Forschung ein. Big time with a 10 million dollar grant towards this ISRI. 1956 erreichte das Wettrüsten des Kalten Kriegs seinen ersten Höhepunkt. US-Militärs wollten nur zu gerne in neue Waffensysteme investieren. Mit geheimer Unterstützung der USA wurde die Entwicklung der Überschallflugscheibe vorangetrieben. Im Schäfer-Gebäude befand sich ein ausgewachsenes Flugzeug mit 15 Metern Durchmesser und 6 Motoren. Versuche bewiesen seine Gefährlichkeit. Frosts Team wäre beinahe getötet worden. Ein Test endete fast in einer Katastrophe. Die Motoren der Maschine, die im Hangar angebunden war, gerieten außer Kontrolle und hätten beinahe das Dach fortgerissen. John Frost merkte, dass er die Arbeit nicht mit einer kompletten Untertasse fortsetzen konnte. Das Überschallprojekt wurde so lange auf Eis gelegt, bis er einen kleineren Prototyp gebaut hatte. Das war die Avrocar. Die Avrocar war ausgelegt für 480 Stundenkilometer im Geradeausflug. Das war wenig, doch sie hatte ein hohes Schub-Gewichtsverhältnis, höher als 1. Sie sollte 900 Meter hoch liegen und vertikal landen und starten können. And to land and take off vertically. 1957 zahlte sich die Investition des US-Militärs durch den Prototyp endlich aus. Die Avrocar war ein verkleinertes Versuchsmodell, das zwei Dinge konnte. Es diente zum Testen des Überschallgeräts, das noch immer im Schäfer-Gebäude lagerte. Zweitens war es der fliegende Jeep, den die US Army wünschte. Mit Bewaffnung konnte es auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. 1959 rollten zwei Prototypen aus der Fertigungshalle. Langfristig sollte aus diesen Anfängen eine fliegende Untertasse mit einer Geschwindigkeit von 2400 km/h entstehen. Es flog die Startbahn entlang, enteiste sie sehr schön und wirbelte Eis und Schnee herum. Schwierigkeiten gab es über frisch gemähten Teilen des Flugplatzes. Gras wurde aufgewirbelt und geriet in die Ansaugung. Wir machten uns Gedanken, wie wir die Aufnahme von Fremdkörpern unterbinden konnten. Piloten führten zahlreiche Testflüge durch, doch die Bauweise erschwerte die Lenkung ungemein.
Es gab unglaublich viele Herausforderungen. Die größte war die Instabilität der Fluglage. Das Steuerzentrum lag sehr weit vor dem Schwerpunkt. Kein gutes Rezept für einen angenehmen Flug. Der Senkrechtstart und das Schweben funktionierten. Modifikationen wurden durchgeführt. Der Mangel an Schubkraft und unangemessenen Kontrollmechanismen musste jedoch noch überwunden werden, wenn die Avrocar jemals wie vorgesehen fliegen sollte. Neben einer stärkeren Fluglagenkontrolle bestand die einzige Möglichkeit, ein rundes Objekt zu stabilisieren, darin, es sich drehen zu lassen, wie heute ein Frisbee. Das Schleudern verleiht Stabilität. Einige der frühen Entwürfe von John Frost hatten große Drehkomponenten. Ihre Kreiselwirkung sollte dem Gerät Stabilität verleihen und dreifache Schallgeschwindigkeit ermöglichen. John Frost war überzeugt, das Problem der Instabilität in den Griff zu bekommen. Die US-Amerikaner bestanden jedoch auf einem zusätzlichen gepfeilten Heck. Frost betrachtete das als Verrat an seinem Konzept. Also wurde im Dezember 1961 das 10 Millionen Dollar Programm von Avro offiziell eingestellt. Einige der beteiligten Konstrukteure gaben den Traum ihres Leiters dennoch nicht ganz auf. Eine runde Tragfläche hat aerodynamisch im Unterschallbereich keine Zukunft. Mit wenigen Modifikationen und leicht deltaförmigen Tragflächen könnte es im Überschallbereich funktionieren. John Frost hielt sein ursprüngliches Konzept stets für realistisch. Trotz der ungünstigen Testergebnisse bei Avrocar beweist die Arbeit von John Frost am Überschallprojekt, dass es hätte fliegen können. Leider hat die Firma das ganze Projekt gestoppt, als kein Geld mehr kam. Die Technologie gelangte in die USA, der sie damals gehörte. Die streng geheimen Pläne einer fliegenden Untertasse kamen in die Vereinigten Staaten. Haben die öffentlichen Fehlschläge vielleicht nur ein noch geheimeres Projekt vertuscht, das später tatsächlich funktionierte? Das ist Jack Pickett. Vor 40 Jahren gab er in den USA Militärmagazine heraus. Er hatte sogar Zugriff auf Geheimmaterial. Bei einem Besuch auf der MacDill Air Force Base in Florida will er echte UFOs der US Air Force gesehen haben. Kein Zweifel, es waren fliegende Untertassen. Vier von ihnen parkten in einer Reihe im verbotenen Teil der Basis. Sie variierten von 6 Metern im Durchmesser über 13 und 20 Meter und das größte Maß 35 Meter. Völlig kreisrund. Jack Pickett war auf die Basis eingeladen worden, um einen Artikel über kürzlich außer Dienst gestellte Flugzeuge zu schreiben. Man zeigte ihm sogar einige bemerkenswerte Fotos. Er zeigte mir Fotos von vielen dieser Flugzeuge im Flug und Informationen, auch wie sie von ganz normalen Jets eskortiert wurden. Der UFO-Forscher Michael Schratt hat sich bereits seit vielen Jahren mit der Geschichte von Jack Pickett befasst. Die beiden arbeiteten eng zusammen, um eine Reihe von Bildern der experimentellen Flugzeuge zu rekonstruieren, die Pickett gesehen hatte. Was ihm damals gezeigt wurde, scheint unglaublich. Ihm wurde jedoch versichert, dass es sich um echte Versuchsuntertassen Ich fragte, wie schnell und hoch sie fliegen. Er sagte, sie seien bis in den Weltraum geflogen. Ich fragte unverblümt, warum wird ein Flugzeug, das so hoch und schnell fliegt, ausgemustert? Warum verschrottet ihr sie? Darauf er, wir haben bessere Versionen entworfen, die sich besser manövrieren lassen. Jack Pickett schrieb seinen Artikel und war bereit, ihn zu veröffentlichen. Im letzten Moment zog die Air Force allerdings ihre Erlaubnis zurück und nahm ihm alle Fotos wieder ab. Er steht zu seiner Geschichte und ist weiter von dem überzeugt, was er sah.
Ich habe die Fotos von ihnen im Flug gesehen und habe die Flugzeuge tatsächlich berührt. Ich habe sie genau betrachtet und es besteht kein Zweifel, dass es bemerkenswerte Flugzeuge waren, die genauso aussahen, wie fliegende Untertassen eben aussehen. All die Beweise haben Michael Schrad überzeugt, dass Jack Picketts Aussagen der Wahrheit entsprechen. Ich glaube, dass es sich um authentische Gegenstände handelt, denn ich spreche seit über 4 Jahren mit Jack und er blieb immer genau bei seiner Geschichte. Das Flugzeug, gegen dessen Reifen Jack getreten hat, konnte 25.000 Stundenkilometer schnell fliegen. Und das ist wohl der Grund dafür, dass es heute immer noch geheim ist. Picketts Behauptungen müssen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges gesehen werden. Anfang der 1960er Jahre wurde der amerikanische U-2-Pilot Francis Gary Powers bei einem Spionageeinsatz über der Sowjetunion abgeschossen. In Berlin errichtete die DDR die Mauer, die Ost und West endgültig zu teilen schien. Und die Kuba-Krise brachte die Welt näher als jemals zuvor an den Abgrund einer nuklearen Katastrophe. Genau wie in den 1950er Jahren reflektierte die Alltagskultur Besorgnisse und Paranoia der Bevölkerung. Wieder entdeckte sie die vermeintliche Bedrohung aus dem Weltall. The nations of the world mobilize their armed might, rushing to defend the earth against the unknown weapons of the super race from the red planet. Es kam zu einer Welle von UFO-Sichtungen. We jumped out of the car and stood by the side of the road just as this thing passed over our head, barely above the treetop. It was hovering over the house and was moving side to side directly over this house. And as far as what it was, I wouldn't have the slightest idea. I've been researching UFOs for the last 25. Ich erforsche UFOs seit 25 Jahren und glaube, dass die meisten Zeugen verlässlich sind und etwas Merkwürdiges am Himmel gesehen haben. Seen something strange in the sky. Meistens haben sie von menschengemachte oder natürliche Phänomene beobachtet, wie Wetterballons, Planeten und Satellitenwiedereintritte. Doch es gibt einen kleinen, aber signifikanten Prozentsatz von Sichtungen, die derzeit unerklärbar sind. Es gibt jedoch eine Erklärung für diese mysteriösen UFO-Sichtungen und sie hat nichts mit Außerirdischen zu tun. I'm a great cynic about UFOs. Bei UFOs bin ich Zyniker. Kurz gesagt, praktisch jedes UFO, abgesehen von denen aus Topfdeckel, stand bei der US Air Force unter Vertrag. In den 1960ern arbeitete Alan Brown bei Lockheed in der Wüste Nevadas bei den geheimen sogenannten Skunk Works mit. Die beiden Supermächte waren in jener Zeit besorgt über die nukleare Schlagkraft der Gegenseite. Die Sowjets verließen sich stark auf Satelliten, um die USA auszuspionieren. Die Amerikaner setzten vor allem auf bemannte Überwachungsflugzeuge. Lockheed hatte das geheime U-2-Spionageflugzeug für große Höhen gebaut. Es diente dazu, über sowjetischem Territorium Informationen zu sammeln. Für das Radar war es allerdings sichtbar. Als der erste U-2 über Russland von einer Bodenluftrakete abgeschossen wurde, stand fest, dass es sie nicht lange geben würde. Sie war nicht nach Tarngesichtspunkten konstruiert. Man sah, dass man etwas Drastisches tun musste, um Verbesserungen zu erreichen. Die Technik fliegender Untertassen könnte ein für das Radar unsichtbares Flugzeug hervorbringen. Ein Wettbewerb begann, um die U-2 zu ersetzen. Lockheed erhielt den Zuschlag und ich war am Bau des Flugzeugs Half Blue beteiligt. Das Programm wurde schnell von vertraulich auf streng geheim hochgestuft, denn man begriff, was man mit einem Flugzeug anstellen konnte, das auf dem Radarschirm unsichtbar war. 10 Jahre lang fanden geheime Erprobungen mit den neuen Tarnkappenmaschinen in der Area 51 statt. Das war das Testgelände der US-Regierung in Nevada.
Man musste natürlich viele Testflüge in einem großen Gebiet durchführen. Das hieß, dass es in der Peripherie Leute gab, die diese komisch aussehenden Objekte herumfliegen sahen. Die Boulevardblätter meldeten sofort, dass sie vom Mars oder Saturn kamen. Also entspricht Jack Pickets Geschichte vielleicht der Wahrheit. In jener Zeit entwickelte die US Air Force für feindliches Radar unsichtbare Flugzeuge. Genau das, was die Pioniere der fliegenden Untertassen versprochen hatten. 12 Jahre später tauchte ein weiterer Zeuge auf, der Pickets Beobachtungen zu bestätigen schien. Warren Butts war früher Pilot bei der 8. US-Luftflotte. Er sah eine identische fliegende Untertasse abgeschirmt in einem Hangar, während er den Wright-Patterson Luftwaffenstützpunkt bei einem Veteranentreffen besuchte. Zu meiner Überraschung sah ich ein großes scheibenförmiges Flugzeug. Sein Umfang reichte fast von Wand zu Wand. Soweit ich sah, war es düsengetrieben. Ohne zu überlegen, ging ich hin, um es anzusehen. Dann hielt mich eine bewaffnete Wache auf und sagte, dass ich dort nicht sein durfte. Also ging ich, doch ich sah dort ein großes, kreisrundes Flugzeug. Michael Schratt hatte nun die Aussage eines zweiten Zeugen über die streng geheime fliegende Untertasse. Er beschrieb genau das gleiche Flugzeug, das Jack Pickett gesehen hatte. Er nannte auch Dinge, die Jack nicht beschrieben hatte. Als ich die beiden Männer zusammenbrachte, wusste ich, dass alles der Wahrheit entsprach. Trotz allen Zweifels bleibt Warren Butts, genau wie Jack Pickett, überzeugt. Leute, mit denen ich seither gesprochen habe, behaupten, dass es nie existiert hat. Ich glaube, sie irren sich, denn ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, dass wir fliegende Untertassen hatten und immer noch haben. Was die beiden Männer gesehen haben, glich deutlich der letzten Avro-Car-Scheibe von John Frost, die die USA angeblich aufgegeben hatten. Viele nehmen an, dass die Forschung weitergeführt wurde. Es wurde ganz sicher bis heute damit experimentiert, denn man kommt unbemerkt an den Feind heran. Man ist für das Radar unsichtbar und wird nicht gehört. Man braucht keine Startbahn und man kann außerhalb der Atmosphäre in den Weltraum fliegen. Das ist der heilige Gral, den die US Air Force immer gesucht hat. Viel Material über die Entwicklung der fliegenden Untertasse ist noch immer unter Verschluss. Fest steht, dass sich am Ende des vorigen Jahrhunderts viele Hoffnungen und Träume von fliegenden Untertassen erfüllt haben. Ein Überschallkampfflugzeug, unsichtbar für das Radar. Es basiert nicht auf einer kreisrunden Scheibe, sondern einer Pyramide. Fünfzehn Jahre lang war diese revolutionäre Maschine als geheimes schwarzes Projekt eingestuft, als amerikanisches Staatsgeheimnis. Es war wirklich ein echtes UFO. Ein Überschalljet, der vom gegnerischen Radar nicht erfasst werden konnte. 1988 entschieden die Amerikaner, es der Welt zu präsentieren. Es gibt einen interessanten Aspekt an der Tatsache, dass die F-117 Ende 1988 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Maschinen durften nur nachts geflogen werden. Die Piloten steckten also im Flugzeug auf einem völlig finsteren Flugplatz mitten in Nevada. Wir verloren einige Piloten, nur weil sie nachts desorientiert waren. Da entschied die Air Force, dass es besser wäre, am Tag zu fliegen. Zuvor musste man allerdings... Um dem Radar- und Bodenluftraketen zu entgehen, griff der Lockheed Stealth Fighter F-117 einige Konzepte der fliegenden Untertasse wieder auf. Grundsätzlich hat die Gestalt eines Flugzeugs Einfluss auf seine Sichtbarkeit für das Radar.
Wir hatten einen Radarquerschnitt, der deutlich besser war, als jeder erwartet hatte. Der Grund war, dass wir die Frage der Tarnung ganz anders angingen. Wir fanden heraus, dass eine sehr flache Pyramidenform mit stark rückwärts gepfeilten Tragflächen zu einem deutlich geringeren Querschnitt führte als jemals zuvor. Ein Jahr, nachdem die Existenz des Flugzeugs eingeräumt worden war, begann der Zusammenbruch des Sowjetreichs. Am 9. November 1989 wurden die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland geöffnet. Die Mauer fiel. Der Kalte Krieg war vorüber. Bald darauf musste sich die Supermaschine in ihrem ersten Kampfeinsatz bewähren. Sie wurde im Irak eingesetzt. Die Unsichtbarkeit und die präzise Bombentechnik versetzte die Welt in Erstaunen. Wir konnten hinfliegen, die Bomben aus beliebiger Höhe abwerfen und genau die entscheidenden Ziele zerstören, ohne gesehen zu werden. Im ganzen Golfkrieg von 1991 hatten wir Tausende von Einsätzen und keines unserer Flugzeuge bekam auch nur einen Kratzer ab. Die einzigartigen Fähigkeiten des Tarnkappenflugzeugs wurden im Golfkrieg demonstriert. Es blieb jedoch eine grundlegende Unzulänglichkeit. Den Bedürfnissen des Piloten musste Rechnung getragen werden. Künftige Kampfmaschinen kommen ohne Piloten aus. Man bedenke die moralischen und politischen Kosten, eine gut ausgebildete Crew zu verlieren. Es läuft alles auf Drohnen, unbemannte Fluggeräte hinaus. Die Idee, Drohnen einzusetzen, ist nicht neu. Seit den Anfängen der Luftfahrt wurde damit experimentiert, teilweise nicht ohne Erfolg. Die Erfahrungen unbemannter Weltraumflüge haben auch die Möglichkeiten der Fliegerei erweitert. In der Zukunft sind unbemannte Flugzeuge sicher von großer Bedeutung. Wir können sie verkleinern bis auf 15 cm im Durchmesser und damit in Häuser fliegen. Es ist unglaublich, was wir in Zukunft alles damit leisten können. Die Zukunft liegt vielleicht in dieser neuen Generation von Flugmaschinen. Der neue Sikorsky Aerobot kann mit hohen Geschwindigkeiten schweben und vertikal starten und landen. Diese Drohnen haben jedoch mit den Vorstellungen der deutschen Flugscheibenpioniere nicht viel gemein, Science-Fiction-artigen Überschallmaschinen. Vielleicht hat es die Wissenschaft der fliegenden Untertassen nie wirklich gegeben. Solange man nahe am Boden bleibt, hat man eine gute Hebevorrichtung. In der freien Luft ist die Tragfläche nicht effizient. Sie hat überhaupt keine günstige Form. Nur fliegende Untertassen aus dem Weltraum konnten alles damit anstellen. Ich glaube, sie sind wohl nur ein Hirngespinst. Andere behaupten, dass der Traum von fliegenden Untertassen möglich ist. Ja, dass er verborgen vor uns allen bereits verwirklicht wurde. Ich glaube, es ist das größte Geheimnis der US Air Force. Und dass es höchste Zeit ist, die Fakten über das düsengetriebene Flugscheibenprogramm der Air Force offenzulegen. Es besteht keine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Und es wird Zeit, dass der Vogel ans Licht kommt. Einige der neuesten Erfindungen sind allgemein bekannt, doch vieles bleibt geheim und heizt weitere Spekulationen über UFO-Sichtungen an. Der Traum der ultimativen Flugmaschine ist noch nicht ausgeträumt. Des ganzen Kontinents. John Frost berief die geheime Special Projects Group. Sie bestand aus Ingenieuren, Technikern und Wissenschaftlern wie ihm, die an eigenen Ideen und an der fliegenden Untertasse arbeiteten. Einer der Luftfahrtkonstrukteure, die mit John Frost an dem revolutionären Konzept arbeiteten, war Doug Garland. John Frost war
John Frost war sehr britisch, ein typisch englischer Gentleman aus einer elitären Internatsschule, jedoch mit viel Erfahrung in der Luftfahrtindustrie. Sein Enthusiasmus war ansteckend. Kein Problem war zu groß. Für jedes gab es eine Lösung. Eigentlich gibt es keine Probleme, nur Herausforderungen. Und es gab viele Herausforderungen. John Frost arbeitete zuerst am Projekt Y, einem spatenförmigen Flugzeug mit einem runden Boxermotor in der Mitte. Es sollte vertikal oder rollend vom Boden abheben und als Überschallabfangjäger eingesetzt werden. Projekt Y war ein Düsenflugzeug ohne Heckleitwerk und es nutzte die Technik der Flugscheiben. Die Wissenschaftler bauten in einer streng bewachten Halle ein spatenförmiges Modell. 1953 wurde ein Modell mit einer deltaförmigen Landeklappe zur vertikalen Startkontrolle getestet. Die Schwächen des Entwurfs wurden schnell ersichtlich. Zu den größten Problemen hinten aufliegender Maschinen zählten die enormen Anforderungen an den Piloten, der in dieser Position vertikal starten und dann wieder so landen sollte. John Frost konzentrierte nun alle Anstrengungen seines Teams auf die Entwicklung eines kreisrunden Entwurfs, einer fliegenden Untertasse. Der Kreis hat den besten Bodeneffekt aller Maschinen. Man erhält mehr Hebung bei gleichem Schub um die Peripherie. Es ist vernünftig, mit Bodeneffekt zu schweben. Das nächste Projekt von John Frost hieß Y2. Projekt Y2 war ein kreisrundes Flugzeug mit einem Rotor in der Mitte und mehreren Motoren an der Außenkante, die den Rotor antrieben. Man konnte damit vertikal abheben und die Richtung bestimmen und erreichte ungeahnte Höhen. Er bot ein herausragendes Überschallkampfflugzeug an und jetzt kaufte sich die US Air Force mit 10 Millionen Dollar in seine Forschung ein. Big time with a 10 million dollar grant towards this research. 1956 erreichte das Wettrüsten des Kalten Krieges. Darauf er, wir haben bessere Versionen entworfen, die sich besser manövrieren lassen. Jack Pickett schrieb seinen Artikel und war bereit, ihn zu veröffentlichen. Im letzten Moment zog die Air Force allerdings ihre Erlaubnis zurück und nahm ihm alle Fotos wieder ab. Er steht zu seiner Geschichte und ist weiter von dem überzeugt, was er sah. Ich habe die Fotos von Ihnen im Flug gesehen und habe die Flugzeuge tatsächlich berührt. Ich habe sie genau betrachtet und es besteht kein Zweifel, dass es bemerkenswerte Flugzeuge waren, die genauso aussahen, wie fliegende Untertassen eben aussehen. All die Beweise haben Michael Schratt überzeugt, dass Jack Picketts Aussagen der Wahrheit entsprechen. Ich glaube, dass es sich um authentische Gegenstände handelt, denn ich spreche seit über 4 Jahren mit Jack und er blieb immer genau bei seiner Geschichte. Das Flugzeug, gegen dessen Reifen Jack getreten hat, konnte 25.000 Stundenkilometer schnell fliegen. Und das ist wohl der Grund dafür, dass es heute immer noch geheim ist. Picketts Behauptungen müssen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges gesehen werden. Anfang der 1960er Jahre wurde der amerikanische U-2-Pilot Francis Gary Powers bei einem Spionageeinsatz über der Sowjetunion abgeschossen. In Berlin errichtete die DDR die Mauer, die Ost und West endgültig zu teilen schien. Und die Kuba-Krise brachte die Welt näher als jemals zuvor an den Abgrund einer nuklearen Katastrophe. Genau wie in den 1950er Jahren reflektierte die Alltagskultur Besorgnisse und Paranoia der Bevölkerung. Wieder entdeckte sie die vermeintliche Bedrohung aus dem Weltall. The nations of the world mobilized their armed might, rushing to defend the earth against the unknown weapons of the super race from the red planet. Es kam zu einer Welle von UFO-Sichtungen. We jumped out of the car and stood by the side of the road just as this thing passed over our head, barely above the treetop. It was hovering over the house and was moving side to side directly over this house. And as far as what it was,
I wouldn't have the slightest idea. I've been researching UFOs for the last 25. Ich erforsche UFOs seit 25 Jahren und glaube, dass die meisten Zeugen verlässlich sind und etwas Merkwürdiges am Himmel gesehen haben. Meistens haben sie von Menschen gemachte oder natürliche Phänomene beobachtet, wie Wetterballons, Planeten und Satellitenwiedereintritte. Doch es gibt einen kleinen, aber signifikanten Prozentsatz von Sichtungen, die derzeit unerklärbar sind. What is the flying saucer? What do people see and sometimes photograph? What's behind the daily reports of aerial phenomena in the nation's press? Radio- und Fernsehsender brachten Augenzeugenberichte von Menschen, die behaupteten, UFOs am Himmel über den USA gesehen zu haben. I glanced up and there were three flying saucers in a V. Approximately a half a mile away from me at an altitude of 350 feet. Is this what Weisberger saw? Amerika war ergriffen vom UFO-Fieber. Das Militär dementierte eilig, dass es etwas damit zu tun hätte. Im Fernsehen wurden Stellungnahmen verbreitet. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. In my position in the Research and Development Organization of the Bureau of Aeronautics and of the Navy Department, I am thoroughly familiar with both our aircraft and our guided missiles programs and can state without reservation that the Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. Im Juli 1947, mitten im UFO-Fieber, erschien der aufsehenerregende Bericht eines weiteren amerikanischen Offiziers. Er meldete der Presse den Fund von Überresten einer fliegenden Untertasse bei Roswell im Bundesstaat New Mexico. Binnen Stunden ging die Geschichte um die Welt. Das US-Militär geriet beinahe in Panik. Wieder folgte eine offizielle Stellungnahme, wonach die Überreste nicht von einer fliegenden Untertasse stammten. Man behauptete, dass es sich um einen Wetterballon handle. Hinter all den Dementis stand eine für das Militär bedrohliche Möglichkeit. Wenn die UFOs nicht aus dem Weltraum stammten und von Außerirdischen geflogen wurden, dann zeugten all die Sichtungen vielleicht von einem irdischen Widersacher. Das amerikanische Militär wurde mit allen möglichen UFO-Meldungen überhäuft. Das brachte sie auf die Idee, dass vielleicht einige der UFOs von den Sowjets stammten. Die Amerikaner erbeuteten exotische Baupläne von sehr fortschrittlichen Flugzeugentwürfen. Unter ihnen war die Horton 229 der Brüder Horton. Dieses Flugzeug glich der ersten Beschreibung einer fliegenden Untertasse, die 1947 über Amerika gesichtet wurde. Die Amerikaner fürchteten, dass die Russen eine flugfähige Horton 229 gebaut hatten. Version of the Horton 229. Direkt nach dem Krieg standen UFO-Meldungen also in direkt. Es ist bemerkenswert, wie viele militärische Erfindungen deutsche Forscher während des Zweiten Weltkriegs hervorbrachten. Sie entwarfen Raketen, Düsentriebwerke und auch interessante Arbeiten in Sachen Flugscheiben. Doch die Zeit lief für Hitler und seine Wissenschaftler ab. An allen Fronten brachen die Alliierten durch, die deutschen Truppen waren auf dem Rückzug. Die Flugscheiben, genau wie alle anderen Wunderwaffen Hitlers, kamen zu spät. Noch ganz am Ende des Krieges scheinen sie geglaubt zu haben, dass diese Superwaffen und Abwurfsysteme die Alliierten wenigstens zum Stillstand bringen werden und man zu einer politischen Beilegung des Krieges kommen kann. Hitlers Traum vom Endsieg durch deutsche Wunderwaffen erfüllte sich nicht. Im April 1945 kam es zur Schlacht um Berlin. Der Krieg war in Europa praktisch vorbei. Die Geschichte der echten UFOs sollte allerdings erst beginnen. Drei Monate später ging der Zweite Weltkrieg auch in Asien auf schreckliche Weise zu Ende.
Am 6. August um 8.15 Uhr Ortszeit warf der amerikanische B-29-Bomber Enola Gay die erste Atombombe auf Hiroshima. Nach Ende des Krieges wurden die einstigen Verbündeten zu Rivalen. Die Sowjetunion und der Westen fanden sich bald in einem Wettrennen um die neueste Militärtechnik wieder. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lieferten sich alle ehemaligen Alliierten ein Rennen um deutsche Technologien. Die Amerikaner erbeuteten den Komplex zur Herstellung der V-2 und viele andere Raketenpläne. Die Russen hingegen die neuesten Modelle von deutschen Düsenflugzeugen und einige Raketenspezialisten. Wer bemächtigte sich jedoch der Konstrukteure der echten UFOs? Die Geheimnisse der deutschen Raketen waren nicht die einzige Technologie, die in russische und amerikanische Hände fiel. Der Kalte Krieg begann. Neben dem sehr öffentlichen nuklearen Wettrüsten mit seiner Zurschaustellung von Trägerraketen gab es noch ein geheimes Wettrüsten, verborgen von der Öffentlichkeit. Es ging darum, die ultimative Flugmaschine. Im Zweiten Weltkrieg waren aus Verbündeten Gegner geworden. Das Wettrüsten des Kalten Krieges hatte begonnen. Der Schwerpunkt der Amerikaner lag in der Entwicklung von Raketenwaffen. Scheinbar war die erbeutete deutsche Flugscheibentechnologie auf Eis gelegt worden. 1947 gab es jedoch einen Bericht über ein UFO, das über den USA geflogen sein soll. Das meldete der amerikanische Pilot Kenneth Arnold. Er flog in der Nähe des Mount Rainier. To the left of me, a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. They looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Well, Kenneth Arnold started a firestorm. Kenneth Arnold löste einen Riesenwirbel aus. Er konnte anhand von Landmarken ihre Geschwindigkeit berechnen. Sie flogen mit 1900 bis 2100 Stundenkilometern. Der Presse gegenüber beschrieb er sie später als eine Art Untertassen, die sich auf dem Wasser drehen. Dadurch entstand der Begriff fliegende Untertasse. And today that's how we have the word flying saucer. From out of nowhere, the flying saucer mystery is with us. What is the flying saucer? What do people see and sometimes photograph? What's behind the daily reports of aerial phenomena in the nation's press? Radio- und Fernsehsender brachten Augenzeugenberichte von Menschen, die behaupteten, UFOs am Himmel über den USA gesehen zu haben. I glanced up and there were three flying saucers in a V. Approximately a half a mile away from me at an altitude of 350 feet. Is this what Weisberger saw? Amerika war ergriffen vom UFO-Fieber. Das Militär dementierte eilig, dass es etwas damit zu tun hätte. Im Fernsehen wurden Stellungnahmen verbreitet. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. In my position in the Research and Development Organization of the Bureau of Aeronautics and of the Navy Department, I am thoroughly familiar with both our aircraft and our guided missiles programs and can state without reservation that the Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. Im Juli 1947, mitten im UFO-Fieber, erschien der aufsehenerregende Bericht eines weiteren amerikanischen Offiziers. Er meldete der Presse den Fund von Überresten einer fliegenden Untertasse bei Roswell im Bundesstaat New Mexico. Binnen Stunden gab es jedoch einen Bericht über ein UFO, das über den USA geflogen sein soll. Das meldete der amerikanische Pilot Kenneth Arnold. Er flog in der Nähe des Mount Rainier. To the left of me, a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. They looked something like a pie plate
that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. Well, Kenneth Arnold started a firestorm. Kenneth Arnold löste einen Riesenwirbel aus. Er konnte anhand von Landmarken ihre Geschwindigkeit berechnen. Sie flogen mit 1900 bis 2100 Stundenkilometern. Der Presse gegenüber beschrieb er sie später als eine Art Untertassen, die sich auf dem Wasser drehen. Dadurch entstand der Begriff fliegende Untertasse. And today that's how we have the word flying saucer. From out of nowhere, the flying saucer mystery is with us. What is the flying saucer? What do people see and sometimes photograph? What's behind the daily reports of aerial phenomena in the nation's press? Radio- und Fernsehsender brachten Augenzeugenberichte von Menschen, die behaupteten, UFOs am Himmel über den USA gesehen zu haben. I glanced up and there were three flying saucers in a V. Approximately a half a mile away from me at an altitude of 350 feet. Is this what Weisberger saw? Amerika war ergriffen vom UFO-Fieber. Das Militär dementierte eilig, dass es etwas damit zu tun hätte. Im Fernsehen wurden Stellungnahmen verbreitet. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. In my position in the Research and Development Organization of the Bureau of Aeronautics and of the Navy Department, I am thoroughly familiar with both our aircraft and our guided missiles programs and can state without reservation that the Navy has no saucer-shaped aircraft or missile in any of these programs. Im Juli 1947, mitten im UFO-Fieber, erschien der aufsehenerregende Bericht eines weiteren amerikanischen Offiziers. Er meldete der Presse den Fund von Überresten einer fliegenden Untertasse bei Roswell im Bundesstaat New Mexico. Binnen Stunden ging die Geschichte um die Welt. Das US-Militär geriet beinahe in Panik. Wieder folgte eine offizielle Stellungnahme, wonach die Überreste nicht von einer fliegenden Untertasse stammten. Man behauptete, dass es sich um einen Wetterballon handle. Hinter all den Dementis stand eine... Es wurde ganz sicher bis heute damit experimentiert, denn man kommt unbemerkt an den Feind heran. Man ist für das Radar unsichtbar und wird nicht gehört. Man braucht keine Startbahn und man kann außerhalb der Atmosphäre in den Weltraum fliegen. Das ist der heilige Gral, den die US Air Force immer gesucht hat. Viel Material über die Entwicklung der fliegenden Untertasse ist noch immer unter Verschluss. Fest steht, dass sich am Ende des vorigen Jahrhunderts viele Hoffnungen und Träume von fliegenden Untertassen erfüllt haben. Ein Überschallkampfflugzeug, unsichtbar für das Radar. Es basiert nicht auf einer kreisrunden Scheibe, sondern einer Pyramide. Fünfzehn Jahre lang war diese revolutionäre Maschine als geheimes schwarzes Projekt eingestuft, als amerikanisches Staatsgeheimnis. Es war wirklich ein echtes UFO. Ein Überschalljet, der vom gegnerischen Radar nicht erfasst werden konnte. 1988 entschieden die Amerikaner, es der Welt zu präsentieren. Es gibt einen interessanten Aspekt an der Tatsache, dass die F-117 Ende 1988 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Maschinen durften nur nachts geflogen werden. Die Piloten steckten also im Flugzeug auf einem völlig finsteren Flugplatz mitten in Nevada. Wir verloren einige Piloten, nur weil sie nachts desorientiert waren. Da entschied die Air Force, dass es besser wäre, am Tag zu fliegen. Zuvor musste man allerdings... Um dem Radar- und Bodenluftraketen zu entgehen, griff der Lockheed Stealth Fighter F-117 einige Konzepte der fliegenden Untertasse wieder auf. Grundsätzlich hat die Gestalt eines Flugzeugs Einfluss auf seine Sichtbarkeit für das Radar.
Wir hatten einen Radarquerschnitt, der deutlich besser war, als jeder erwartet hatte. Der Grund war, dass wir die Frage der Tarnung ganz anders angingen. Wir fanden heraus, dass eine sehr flache Pyramidenform mit stark rückwärts gepfeilten Tragflächen zu einem deutlich geringeren Querschnitt führte als jemals zuvor. Ein Jahr, nachdem die Existenz des Flugzeugs eingeräumt worden war, begann der Zusammenbruch des Sowjetreichs. Am 9. November 1989 wurden die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland zu einer Welle von UFO-Sichtungen. We jumped out of the car and stood by the side of the road just as this thing passed over our head, barely above the treetop. It was hovering over the house and it was moving side to side directly over this house. And as far as what it was, I wouldn't have the slightest idea. I've been researching UFOs for the last 25. Ich erforsche UFOs seit 25 Jahren und glaube, dass die meisten Zeugen verlässlich sind und etwas Merkwürdiges am Himmel gesehen haben. Meistens haben sie von menschengemachte oder natürliche Phänomene beobachtet, wie Wetterballons, Planeten und Satellitenwiedereintritte. Doch es gibt einen kleinen, aber signifikanten Prozentsatz von Sichtungen, die derzeit unerklärbar sind. Es gibt jedoch eine Erklärung für diese mysteriösen UFO-Sichtungen und sie hat nichts mit Außerirdischen zu tun. I'm a great cynic about UFOs. Bei UFOs bin ich Zyniker. Kurz gesagt, praktisch jedes UFO, abgesehen von denen aus Topfdeckel, stand bei der US Air Force unter Vertrag. In den 1960ern arbeitete Alan Brown bei Lockheed in der Wüste Nevadas bei den geheimen sogenannten Skunk Works mit. Die beiden Supermächte waren in jener Zeit besorgt über die nukleare Schlagkraft der Gegenseite. Die Sowjets verließen sich stark auf Satelliten, um die USA auszuspionieren. Die Amerikaner setzten vor allem auf bemannte Überwachungsflugzeuge. Lockheed hatte das geheime U-2-Spionageflugzeug für große Höhen gebaut. Es diente dazu, über sowjetischem Territorium Informationen zu sammeln. Für das Radar war es allerdings sichtbar. Als der erste U-2 über Russland von einer Bodenluftrakete abgeschossen wurde, stand fest, dass es sie nicht lange geben würde. Sie war nicht nach Tarngesichtspunkten konstruiert. Man sah, dass man etwas Drastisches tun musste, um Verbesserungen zu erreichen. Die Technik fliegender Untertassen könnte ein für das Radar unsichtbares Flugzeug hervorbringen. Ein Wettbewerb begann, um die U-2 zu ersetzen. Lockheed erhielt den Zuschlag und ich war am Bau des Flugzeugs Half Blue beteiligt. Das Programm wurde schnell von vertraulich auf streng geheim hochgestuft, denn man begriff, was man mit einem Flugzeug anstellen konnte, das auf dem Radarschirm unsichtbar war. Ohne zu überlegen, ging ich hin, um es anzusehen. Dann hielt mich eine bewaffnete Wache auf und sagte, dass ich dort nicht sein durfte. Also ging ich, doch ich sah dort ein großes, kreisrundes Flugzeug. Michael Schratt hatte nun die Aussage eines zweiten Zeugen über die streng geheime fliegende Untertasse. Er beschrieb genau das gleiche Flugzeug, das Jack Pickett gesehen hatte. Er nannte auch Dinge, die Jack nicht beschrieben hatte. Als ich die beiden Männer zusammenbrachte, wusste ich, dass alles der Wahrheit entsprach. Trotz allen Zweifels bleibt Warren Botts, genau wie Jack Pickett, überzeugt. Leute, mit denen ich seither gesprochen habe, behaupten, dass es nie existiert hat. Ich glaube, sie irren sich, denn ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, dass wir fliegende Untertassen hatten und immer noch haben. Musik
Was die beiden Männer gesehen haben, glich deutlich der letzten Avro-Car-Scheibe von John Frost, die die USA angeblich aufgegeben hatten. Viele nehmen an, dass die Forschung weitergeführt wurde. Es wurde ganz sicher bis heute damit experimentiert, denn man kommt unbemerkt an den Feind heran. Man ist für das Radar unsichtbar und wird nicht gehört. Man braucht keine Startbahn und man kann außerhalb der Atmosphäre in den Weltraum fliegen. Das ist der heilige Gral, den die US Air Force immer gesucht hat. Viel Material über die Entwicklung der fliegenden Untertasse ist noch immer unter Verschluss. Fest steht, dass sich am Ende des vorigen Jahrhunderts viele Hoffnungen und Träume von fliegenden Untertassen erfüllt haben. Ein Überschallkampfflugzeug, unsichtbar für das Radar. Es basiert nicht auf einer kreisrunden Scheibe, sondern einer Pyramide. Fünfzehn Jahre lang war diese revolutionäre Maschine als geheimes schwarzes Projekt eingestuft, als amerikanisches Staatsgeheimnis. Es war wirklich ein echtes UFO. Ein Überschalljet, der vom gegnerischen Radar nicht erfasst werden konnte. 1988 entschieden die Amerikaner, es der Welt zu präsentieren. Es gibt einen interessanten Aspekt an der Tatsache, dass die F-117 Ende 1988 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Maschinen durften nur nachts geflogen werden. Es behauptete, dass es sich um einen Wetterballon handle. Hinter all den Dementis stand eine für das Militär bedrohliche Möglichkeit. Wenn die UFOs nicht aus dem Weltraum stammten und von Außerirdischen geflogen wurden, dann zeugten all die Sichtungen vielleicht von einem irdischen Widersacher. Das amerikanische Militär wurde mit allen möglichen UFO-Meldungen überhäuft. Das brachte sie auf die Idee, dass vielleicht einige der UFOs von den Sowjets stammten. Die Amerikaner erbeuteten exotische Baupläne von sehr fortschrittlichen Flugzeugentwürfen. Unter ihnen war die Horton 229 der Brüder Horton. Dieses Flugzeug glich der ersten Beschreibung einer fliegenden Untertasse, die 1947 über Amerika gesichtet wurde. Die Amerikaner fürchteten, dass die Russen eine flugfähige Horton 229 gebaut hatten. Direkt nach dem Krieg standen UFO-Meldungen also in direktem Zusammenhang mit den Spannungen zwischen Ost und West. Anfang der 1950er Jahre hatte der Koreakrieg die Welt beinahe in eine nukleare Katastrophe geführt. In den USA spiegelten sich Paranoia und die Sorge vor einer kommunistischen Invasion in der Sichtung von fliegenden Untertassen. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. The 50s were the golden age of flying saucers. Die 50er waren das goldene Zeitalter der fliegenden Untertasse. Menschen fürchteten den Kalten Krieg und die Atomversuche. Gleichzeitig waren sie versessen auf Weltraumforschung und technischen Fortschritt. Das Klima begünstigte die Erwartung extraterrestrischer Besuche aus dem Weltraum. From Mars. He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy. Für das US-Militär waren die Gerüchte und Spekulationen die ideale Tarnung für die echten UFOs. In den Wüsten Amerikas gab es Orte wie Area 51, White Sands und Los Alamos, an denen neben Raketentests und Raumfahrtaktivitäten hunderte mysteriöse und streng geheime Projekte durchgeführt wurden. Dazu gehörten Fallschirmsprünge.